Pflegekosten haben sie besiedelt und sich überall bestens angepasst. Futter haben sie genug gefunden. Und natürliche Find hat es kaum gehabt. Das ganze Verhalten von Dingo ist dem Wolf noch sehr ähnlich. Er hat zum Beispiel nur einmal im Jahr Junge. Haushalte können zweimal oder sogar noch häufiger Nachwuchs haben. Die Jungen kommen in einer Höhle auf die Welt und werden dort zuerst von der Mutter und später dann auch von anderen Rudelmitgliedern mit Futter versorgt. Wie bei den Wölfen machen die Jungen ab dem Alter von etwa 5 bis 6 Wochen eigene Exkursionen vor die Höhle, auch dann, wenn die Erwachsenen auf der Jagd sind. Durch das Spiel lernen sie einen Haufen, was es zum Überleben in der Natur und das Zusammenleben in der Gruppe braucht. Wie beim Mensch, die entscheidende Phase im Leben von einem Jungen. Mutter kommt von der Jagd zurück. Die Kleinen betteln sie an. Sie lecken und stupsen gegen das Maul und wie beim Wolf würgen den erwachsenen Tieren Fleisch raus, wo sie vorher an einer gerissenen Beute reingeschlungen haben. Gar nicht so grusig, wie man denkt. Auch Menschenmieter haben früher ihre Buschi mit vorgehäuter Nahrung von Maul zu Maul gefiedert. Das Fleisch, das ich gerade gefressen wird, hat die Mutter in der Nähe der Jungen vergraben und holt es wieder vor. Für die ganze Hunde der Mannschaft ist auch ziemlich vergammeltes Fleisch noch lange genießbar. Und der Kleine schaut genau, wie er es macht und bekommt auch etwas davon. Die steinzeitlichen Ureinwohner, die Aborigines, haben Dingo gleich als Begleiter in der Camp gehabt, wie ein paar tausend Jahre vorher die Steinzeitmenschen zu Europa, zu Asien und zu Amerika. Sie haben immer wieder Junge aus der Natur geholt und Frauen haben sie an der Brust aufgezogen und mit dem Menschen vertraut gemacht. Ein historischer Beleg für unsere Spielszene von vorher. Dass Dingo aus Asien stammen und nicht schon viel früher, schon vor 10'000 Jahren mit den Aborigines nach Australien gekommen sind, hat Laurie Corbett entdeckt. Der Spezialist, wenn es um Dingo geht. Die ältesten Knochen von Dingo, die man bis jetzt in Australien gefunden hat, sind wieder zurück nach Australien. Und zwar im Namaji National Park in der Nähe von Canberra. Bei den grauen Riesenkänguru ein weiteres Kapitel von der Hundeentwicklung. Die Känguru sind unruhig. Der Grund? Ein Dingo, die dunkle Farbvariante, die sie Leute sucht. Wölfe und Hunde heulen, wenn ein versprengtes Tier sie Rudel sucht. Da ist ein Rudel. Nicht das vom einsamen Dingo, sondern das Nachbarrudel, das das Gefühl beantwortet. Die dort markieren so ihr Territorium. Das gemeinsame Heulen hat emotionale Wirkung und stimmt die Gruppe auf die Jagd ein. Das hier sind keine reinen Dingo, sondern Mischling mit Schäferhunden. Sie markieren nach Wolfs- und Hundeart. Obwohl sie erst vor kurzem verwildert sind, verhalten sich die Mischling wie ein Wildtier. Hier legen sie sich mit einem starken Känguru-Männchen an. Thank you.
und Hunde schätzen das Risiko genau ein, wo sie eine Chance haben, einen Kampf zu gewinnen und wo nicht. Im Gegensatz zu den Dingo-Aufnahmen von vorher mit den Jungen, die wir im Keg von einer Dingo-Farm in Melbourne gedreht haben, sind das hier Freilandaufnahmen. Bei diesem Känguru ist der Hund das Risiko zu groß und der Hunger zu klein gewesen. Aber ein Haufen Überreste in dieser Gegend beweisen, dass sie ziemlich gute Känguru-Jäger sind. Die Dingo aus Australien sind bedroht, weil sie sich immer mehr mit streunenden Haushunden vermischen. Normalerweise überleben Haushunde nicht allein in der Natur, aber im Rudel mit erfahrenen Dingo schaffen sie es eben doch. Und der Mensch hat noch andere Probleme mit den urtümlichen Dingo. Ein wichtiger Wirtschaftszweig in Australien ist die Schafzucht. Zwar haben auch die australischen Hirtenhunde, die Kelpies, Dingo-Blut in den Odren. Aber weil sich die wilden Dingo immer wieder an den Schafen vergriffen haben, hat man einen hundesicheren Hag quer durch den ganzen Kontinent gezogen und sie erbarmungslos verfolgt und in vielen Gebieten sogar ausgerottet. Schafe sind für die Dingo als Wildtier eine leichte Beute. Eine Weibli, die Junge hat, kennt am Futter kein Pardon gegen Artgenossen. Genau wie bei den Wölfen wird sie der absolute Vortritt und setzt das auch gegenüber ranghöheren Tieren durch. Das dunkle Dingo-Weibli rechts weckt zwar auch an und probiert sogar, aber es wird vom Muttertier sofort in den Schrank gerissen. Dingo ist zwar heute in Australien offiziell ein Wildtier. Laurie Corbett sagt sogar, dass sie ein Wolf. Aber dass er bereits einen wichtigen Schritt in Richtung Haustier gemacht hat, zeigen die Bilder. Ein waschechter Dingo, während das Haushund Rod Hazelwood in Trentham, Victoria, die Fies, wie früher im Outback der steinzeitlichen Ureinwohner von Australien. Ein Wolf wird nur ganz selten so zahm, dass er auch als erwachsenes Tier ruhig zwischen den Menschen kann leben kann. Er ist noch zu fest Wildtier und bleibt um die Menschen herum immer scheu und nervös. Der Henry aber ist von einem gewöhnlichen Haushund nicht zu unterscheiden. Vom kühlen Winter im südlichen Australien, vom Wildhund Dingo, der vor ein paar Jahrtausend in Asien schon einmal mit dem Menschen zusammengelebt hat und dann wieder verwildert ist, an eine andere Station, auf dem Weg vom Wolf zum Hund. Das Kauku-Gebiet ganz im